Hallo zu einer neuen Theforestus-Folge mit Konkord. Halli, Hallöchen. Genau, letzten Folge waren wir hier in der Höhle. Wir sind kurz rausgegangen. Ja, genau. Und genau, wir haben es eigentlich geplant. Wir haben ja in der vorletzten Folge mal eine neue Höhle gefunden. Dann haben wir gedacht, ach, die schließen wir mal kurz noch ab. Genau, weil eigentlich wollten wir ja Und bauen, aber genau. wir haben gedacht, das eine Höhle, die können wir noch schnell durchziehen, weil dann wären wir eigentlich fast mit jeder Höhle durch, die wir jetzt so gefunden haben. Genau, weil dann Und ist ja. das schon mal abgeschlossen, dann können wir uns ein bisschen aufs Bauen Und dann konzentrieren. können wir mal wieder 50 Und Folgen bauen. deine Axt sieht sehr interessant aus. Danke Da dir. über so Zähne aus Metall rausstehen. Das Danke dir. sieht gut Aber trotzdem aus. macht die weniger Schaden wie so. Ja, ich So, bin so, so immer noch ein mein. bisschen enttäuscht vom Katana Ja, eigentlich. ich voll. Aber jemand im Kommentar hat ja geschrieben, dass man das Katana anzünden kann. Stimmt, ja. Aber bringt es dann so viel mehr? Naja, die brennen. Ist ja Brennen die gut. dann? Weil ich meine, bei der Fackel brennen die auch nicht. Auch, oder? Oder wie war das letztes Mal? Oder haben die da nicht mehr gebrannt? Ich Ja, weiß hier gerade geht's ja nicht. runter. Ah, toll. Haben wir da. Bin fast verreckt. Lol. Das ist Ah, geil. ich hab Hunger. Ich sehe das gerade. Ich esse mal einen Snack. Lecker. Und ein paar Beeren, weil es kann. Wir haben da hinten anscheinend irgendeine Hütte gebaut. Und nicht abgerissen. Wer? Wir. Hey, wieso? Ja, weil du mir das angezeigt wird da hinten. Mir nicht mehr. Ich sehe nur eine lilane Flagge. Alter, ich habe hier so viele Flaggen gerade. Das ist gerade. Aber es müsste die ganz linke sein. Glaube, die wird mir auch angezeigt, die ganz linke. Das ist gut. Weil du läufst genau in diese Richtung, gell. Ich will es ja nicht verschreien, aber wo sind die Eingeborenen? Oh, es wird hell. Gott sei Dank. Sehr gut. Hoppala. Nee, Nein, war das von nein, anderer nein. Höhle, oder? Moment mal. Das war hier doch der. Ah, nee, das ist da hinten. Wir müssen mal eins weiter. Aber hier war man noch Ach, nicht drin, da oder ist. warum ist das jetzt pink, also lila? Ja, ich glaube, in der Höhle waren wir auch noch nicht. Aber war das nicht die Höhle, glaube ich, wo es zum Sinken Ach ja, ging? das kann sein, Ah ja, da stimmt. haben wir. Genau, da haben wir unser Ding gebaut. Das können wir eigentlich jetzt kaputt Ah ja, machen, jetzt oder? sehe ich es auch. Oder Ah, möchtest du noch Speicher? speichern. Warte, ich kann. Bla! Ja, seit wann geht es mit einem Schlag kaputt? Na klar. Sorry. Mann. Wir finden bestimmt gleich nochmal irgendeine. Wieso hat der jetzt, warte, ich mag eins was nachgucken. Und zwar, der hat gerade das aktualisiert, meine To-Do-Liste. Warum? Baue Verteidigungsanlagen, finde und koche Essen, baue, ne, finde Tim. Erforsche die hängende Höhle, erkunde die hängende Höhle, erkunde tote Höhle, weiter erkunde Unterwasserhöhle, erkunde Höhle der Anwälte. Ich glaube, sowas hat er bestimmt reinge. Das ist bestimmt irgendeine Höhle, die er jetzt reingeschrieben hat. Passe, bleib doch da. Hallo. Skuldur, bleib doch da. So, ich habe einen Hasen und einen Lurch. Also in der Höhle könnte man mal Feuer machen. Das Feuer machen. Ich habe Hunger. Hast du noch Hunger? Ne, ich habe gerade drei Snacks gegessen oder zwei. Ach so. Ich habe die Höhle noch ganz genau im Blick. Das müsste, glaube ich, ja, das müsste die da hinten sein. Genau. Da bin ich jetzt mal richtig. Aber ich sehe jetzt hier keine Flagge, ne? Null, nothing. Ja, wir haben ja schon gemeint, weil du letztes Mal nicht gespeichert hast, aber. Kann ja nicht sein, dass wenn wir Aber die Flaggen nicht die speichern. Höhle müsste ja dann trotzdem noch markiert Die sein Flaggen bleiben irgendwo. ja trotzdem da, das ist. Vor Naja, allem, das ist ja dann schon. Ja, irgendwann mal vielleicht. da, wenn ich davor stehe. Das wird bei mir nicht nur so. Vielleicht Reh, bleib aktualisiert sich das stehen! ja. Soll ich das Reh mitnehmen? Digga. Hase. Tja, hättest mal lieber nicht bei diesem Stein rumgebackt. Tja, Ich das habe Reh es ist jetzt hab ich irgendwie. innerhalb von habe ich innerhalb von 30 Sekunden zwei Hasen gefunden. Irgendwie Jagd. das Reh ist in das Wasser gelaufen und dann nie wieder rausgekommen. Oh. Doch, da ist es. Bleib Achso, ich habe stehen! gedacht,
nie wieder rausgekommen. Es war so eine Andeutung, dass es da refreckt im Wasser. Und jetzt ist es bei mir wieder despawned. Es ist in einen Stein rein und nie weg ist es. Direkt vor meinen Augen despawned. Also das ist echt ein Problem in dem Spiel, ne? Oder ist es dann aus dem Sichtfeld und läuft weiter und ich sehe das nur nicht? Vielleicht, vielleicht. Oh, sowas nervt, ne? Sowas nervt richtig hart. Ich glaube, ist dir richtig hart. Naja, gut. Ich komme mal zu dir. Bist du eigentlich jetzt bei der Höhle? Ja, bin ich. Lol, das ist ein Hinweis. Haben wir jetzt noch nicht aufgenommen? Anscheinend nicht. Ah ja, da ist wieder ein Bild für eine Schatzkarte oder was weiß ich. Die haben wir bestimmt schon. Für dich komplett uninteressant. Weil du es nicht aufnehmen kannst. Das ist ein bisschen komisch. Ziemlich verbuggt eigentlich alles. Da ist doch jetzt Wasser. Halt, da ist Wasser drin. Ach, das waren die Zelte am Wasser, stimmt. Die so unscheinbar. Ja, genau. Jetzt sehe ich die Fahne auch. Aber sonst sehe ich die nicht. Ganz komisch. Komisch. Leute, ist noch was. Oh ne, das kann ich nicht aufnehmen. Wo war der Hinweis? Wo war der Hin? Hier irgendwo. Ah, hier war. Ah ja, jetzt sehe ich es. Gut. Gut, gut. Dann würde ich noch sagen, wir gehen hier rein. Hier rein. Oh, es ist schön. Oh, oh, schön kuscheln. Das sind kalte Felsen. Reiß dich mal zusammen. So. Und Leichen. Ganz viele Leichen. I see nothing. Boah, ist dunkel, ey. Ich überlege gerade was. Boah, das ist wirklich hardcore dunkel, ne? Ich hasse es. Oh, aber hier waren wir jetzt noch gar nicht drin, ne? Oder ist das irgendeine andere Hülle, wo wir vielleicht schon mal waren? Ne, warte, ah, das ist mal ein Hinweis. Hast du das hier gefunden? Ah, wieder so ein Teilchen. Bisschen Money, Money, Money. Money, Money, Money. Nee, ach, was ist denn das? Ist das ein Bein? Was, Bein? Ah, nee. Ah, ein Arm. Jetzt fehlt nur noch ein Arm, dann haben wir das ganze Spielzeug. Ist so, mal. Ja. Ist mal fett. Ah, guck, hier geht's runter. Oh, ja. Hier bräuchte man Kletterzeug, sehe ich gerade. Oh Gott, warte. Aber ich glaube, man kann da sogar runter, ohne Schaden zu nehmen. Nur ich weiß nicht, ob man da wieder nochmal zurückkommt. Wollen wir erstmal schauen, wo es anders ist? Geht's hier noch weiter irgendwie? Oh Gott, hier geht's auch noch weiter. Aber hier geht's ins Wasser warte, rein. Warte, ich muss meine die Taschenlampe, weil hier ist es so dunkel. Ja gut, ist aber irgendwie noch dunkel. Ah, aber ich sehe gerade, ich glaube, das ist nur ein Loch. Da können wir, glaube ich, mal kurz ins Wasser vielleicht runtergehen. Mal runter mal gucken. Obwohl, es geht doch da weiter. Oh, wieder. Es geht doch weiter. Wollen wir da jetzt weiter? Oder? Machen wir schon. Ja, weiter. Oh, geht's nicht wieder? Hier geht's nicht weiter? War das hier alles, oder? Was der? Hey, ist das jetzt? Gibt's nicht? Nee, nee. Ey, bin ich bescheuert? Dead End hier, oder? Aber ich muss sagen, was ich eigentlich ganz cool finde, dass es wirklich unscharf unter Wasser und nicht so glasklar wie in anderen Spielen. Ja, das aber stimmt anscheinend schon. Dead End. Es ist zwar irgendwie nervig und nicht so angenehm. Es ist aber irgendwo realistisch, ne, teilweise, dass es nicht immer irgend alles verbunden ist. Hier war doch irgendein Lager. Ne, Lagerfeuer war hin. Muss mal kurz aufwärmen. Eigentlich jetzt schon irgendwie hart, dass es hier. Das kann ja nicht sein, oder? Wir haben doch da irgendwas übersehen. Nö, nee, anscheinend nicht. Was ist jetzt auch mal die Taschenlampe? Taschenlampe. Batterie 0%, oh. Ah, warte, Batterien, die hat man doch irgendwo hier im Inventory. Inventory. Oh. Also die Höhle ist nicht so beeindruckend, also da ist wieder nothing, gar nichts. Gut, aber mit der Kletterausrüstung, ich habe da Angst einfach runter zu springen. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Habe ich echt Angst.
Na gut, wenn es natürlich verbacken ist und wir nicht zurückkommen, ist mir natürlich das wäre richtig scheiße. Und das Ding haben wir auch noch nicht gefunden, die Kletterausrüstung. Nee. Hm. Ach Gott, sag, wo ist denn jetzt die Uhr? Was brauche ich denn überhaupt noch? Die Uhr. Wo ist denn die Uhr? Ne, das sind Münzen. Habe ich überhaupt eine Uhr? Doch, ich habe zu volle Münzen, Uhren. Bin ich blind? Wo ist diese verfickten Uhren? Ja, das kennen sie ja. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass wenn du da runter gehst, irgendwie und das überlebst, dass du da nie wieder hochkommst. Das ist ja voll scheiße dann. Nee, ich glaube gar nicht. Kann man vielleicht irgendwas irgendwie hier einen kleinen, schnellen Ding bauen, speichern und dann runtergehen? Guck mal schnell. Kleines provisorisches Lager. Hier am Feuer. Warte, ich rede schnell. Richtig hübsch, so. Yeah. So, ich speichere einmal. So. Hm, also ich versuche gerade das Katan irgendwie anzuzünden, aber es kann man anscheinend nur vergiften, aber nicht anzünden. Naja, dann speichere ich mal kurz. Tag 61. Hm. So, jetzt nochmal ganz kurz gucken. Ach, die Uhren, die sind doch hier irgendwie versteckt durch die... Ja, genau, ich wusste es doch. Verstecken die sich einfach. Uhren. Ja, wenn man so Sprengstoff baut, dann sieht man die Uhren eigentlich nicht so richtig. Das sieht man gerne mal. Ja, ich hab's auch nicht rausgefunden, wie man das jetzt anzünden kann. So, na gut. So, jetzt hast du auch gespeichert? Ich hab gespeichert, ja. Ich hab eigentlich gespeichert. Ich speichere nochmal. Halt, ich muss nochmal schnell. Weil ich weiß nicht. Batteries nachfüllen. Ich sehe das schon, jetzt sterben beide. Geh du zuerst. Nee, alles gut. Hey. Nee, nicht mal Schaden bekommen. Geh wirklich. Ich frage jetzt zwar, ob wir zurückkommen, aber das ist dann so. Ja, aber ah, okay, das geht auch wieder runter. Aber ich glaube, wenn man da so weit runter gehen kann und so. Weil die viele Höhlen sind einfach mehrfach verbunden und sowas. Ja, das stimmt schon. Ich glaube auch, dass wir woanders noch rauskommen. Hier geht's nach rechts, hast du es gesehen? Was? Nein. Ich komme nochmal rum. Wow, hallo. Was, wo mache ich? Da hinten ging's, könnte man hier lang gehen können. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ich komme auch erst hier. Oder vielleicht ist es die gleiche. Oder kommen wir da vielleicht jetzt? Vielleicht haben wir doch. Hallo, kannst du mit deinem Kopf woanders hingehen? Was zum Teufel ist? Okay. Ja. Ja, lol. Sehr gut, wir frieren wieder, aber habt. Toll. Ja, es war notwendig, damit ich diesen Kopf sehe. Der sehr hart im Wasser. Jupp. Yep. Der ist da ins Wasser gemeißelt. Du musst mal ein Feuer machen oder so, oder? Oder glaubst du, wir fangen uns so nochmal? Nee, du frierst so lange, bis du am Feuer stehst. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Das ist sobald ja gut, man ist halt wirklich nass und sowas. Ach komm. Ja, aber jedes Mal, das ist ja... Vor allem, man fliegt die ganze Zeit aus, wenn man friert, das ist kacke. So. Oh. Ich will mal das Ding ablegen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich dieses Ding trage hier, diese Atem. Ja, ich auch nicht. Das sieht immer so furchtbar schlimm aus. Nee, da traue ich mich nicht. Sonst zünd ich mich noch selber. Hast du irgendwie Hunger oder sowas? Ich hab noch zwei Hasen dabei. Ah, ich bin so doof. Weißt du, ich habe auch noch einen Lurch dabei. Eine Echse. Und jetzt habe ich aber Snacks gerade gegessen vor 2 Sekunden. Ach. Ja, das ist ziemlich doof. Naja, egal. Habe ich Knochen?
Komm schon jetzt, geh mal weg, das ist... Links oben in der Ecke habe ich noch so ein paar Pfützen. Ja, aber das Schlimme ist, wenn die bleiben, dann füllt sich das wieder, ne? Echt? Ich glaube, wenn wir jetzt gehen würden, dass sich das wieder füllen, weil so ein Futsal noch da ist. Doch, ein bisschen Einheit sind hier. Ah, es geht langsam weg bei mir. Ja, gleich ist weg, gleich ist weg. Oh, diese Einheit ist drin wohl anscheinend was. Ja, ich. Lol, links oben in der Ecke. Ah, so, jetzt ist es glaube ich weg. Bei mir ist es weg. Bei dir? Jo, bei mir auch. Wir können gehen. Was ist denn hier? Was geht denn hier? Weil da voll das Knetzel. Sei! Lock, Gewissenlagerfeuer! Fick dich! Ganz viel Treibstoff. Oh. Nein, nicht dein Ernst, hier ist die Motorsäge. Holy shit. Ich mach gleich ausprobieren. Digga, wir haben die Motorsäge. Na, Chainsaw Massacre! Warte, vielleicht nicht so viel Kraft. Wie viel Kraftstoff braucht denn der? Ach, das sieht man, Tank. Was, Tank? Ja, direkt hier an der Motorsäge. Achso, jetzt also, ja. Au! Au! Geil! Warum leuchten da so viele... Alter, schau dir diese Höhle an. Kettensäge mit Licht, oh yeah! Schon gebastelt, oder was? Nee, noch nicht. Brauche ich, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Die ist immer an, sobald man die Hand nimmt, ne? Was? Boah, ja. Oh, ich mag das mitnehmen. Muss ich das kombinieren eigentlich jedes Mal oder fühlt sich das automatisch an? Die Ketten. Nee, anscheinend. Nee, kann man anscheinend nicht nachfüllen irgendwie. Füllt die Kettensäge wieder auf. Ja, automatisch glaube ich, oder? Anscheinend. Nee, ich hoffe es doch. Na cool, weil mit der Motorsäge, das ist perfekt, weil wir hatten ja jetzt vor zu bauen. Bau. Mit der Motorsäge geht es um einiges jetzt schneller, diese Bäume zu fällen. Ja, ich hoffe es doch. Also, vielleicht geht es auch gar nicht schneller, ich weiß es nicht. Naja, also normalerweise schon. So, jetzt schauen wir hier mal drin, was... Oh, frage ich manchmal, wie kommen diese Reisekoffer, die im Flugzeug waren, hier runter in die Höhle? Am Popo der Welt. Die Eingeborenen haben es vielleicht ziemlich nach unten. Oh, da höre ich doch schon. Links neben dir. Oh, lol. Wir gehen einfach spazieren. Oh, ich gehe auch mal im Dunkeln spazieren. Also gerade ein Fall. Ja, weiter! Ah. Warte, ich komme zu dir. Komm zu dir! Vorsicht, hinter dir. Oh, der reagiert immer nicht. Ja, doch, jetzt reagiert er. Komm, du Bab! Bam! Zack! Zack! Jawoll! Du gehörst aus! Das hat er mich erwischt. Was bist du mir? Wollen wir die zwei eigentlich mal anzünden? Haben wir ein Feuer? Da hinten, wo die Motorsäge war. Komm, pack das mal hinter. Ich sehe wieder nichts. Voll erschrocken. Alter, leck mich am Arsch, Alter. Ja, weil das sind wieder noch zwei. Ach so. Ja, voll erschrocken gerade. Das war jetzt so lustig. Ich hab den einen über die Schulter. Renn in die andere Richtung, blöderweise gerade, ne? Der mir, oh, es ist so dunkel, macht die Taschenlampe an und direkt in der Taschenlampe, in dem Lichtstrahl, stehen zwei Leute. Chimora. Ja, ist wirklich so, zack und. Eigentlich hätten wir die Motorsäge ausprobieren können. Mal hier ist Treibstoff. Ja, zum Kämpfen, meinst du ehrlich? Damit kannst du ja nicht verteidigen, oder? Da braucht man nicht verteidigen, ey. Angriff ist die beste Verteidigung. Die ist ja eher zum Bauen gedacht, denke ich. Nein. Niemals. Aber du kannst gerne mal ausprobieren, das sind ja noch zwei. Jo. Du musst aber hinleuchten, weil du schon sehen willst. Ja, warte kurz, ich muss hier. Geht los! Hallo, ich hab erstmal ein bisschen. Achso, die Knochen, ja, stimmt. Komm schon. Ich hab so Angst vorm Feuer. Ich trau mich nicht mehr so nach hinten. So, eine mein. Rüstung wenigstens. Du nimmst die anderen. Die Frage ist, ob der Tank auch leer geht, nur wenn man es in der Hand hat. Das weiß ich nicht. Das habe ich ja vorhin gemeint. Naja. Ob die dauerhaft läuft, wenn du es in der Hand hast und auch dann Sprit verbraucht. Ja. Hier war.
hier war. Hä? Hallo? Also die waren hier, da bin ich mir sicher. Ich höre doch Babys. Oh, 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 viele Babys. Wenn ich jetzt die Taschenlampe ausmache, ne, oder Bogen nehmen in die Hand, sehe ich wieder gar nicht. Was war das? Ich weiß gerade nicht, was. Ah, das ist nichts, war. Ich sollte am besten hacken. Ja, komm hier, komm hier. Ich weiß nicht, ob man rechte Maustaste drückt. Sollte vielleicht irgendwie was gegen die Babys machen? Ja, soll ich da mit dem Motorsäge hinlaufen, dass ich alles. Nee, Fall im Bogen oder so. Oder warte kurz jetzt, so jetzt. Kommt schon. Ja, was haben die für Probleme? Kommt halt einfach, aber ich hoffe. So lustig aus. Heck! What? Au! Oh, da unten ist einer! Die machen, die Babys machen unverhältnismäßig bis zu viel Schaden. Oh! Grametta! Hoppala! Oh, schön! Der ist tot. Aber kommt einer angeflogen? Na, ja, der ist noch nicht tot! Oder ist der tot? Noch so erwischt, glaube ich. So, leuchten wir mal kurz hinten, aber die ist sicher so. Ah! Ah, ich sterbe! Ich sterbe! Aber funktioniert nicht so toll, oder wie? Anscheinend nicht so, ne? Halt. Yep. Ja, da ist ja noch einer. Hey, was ist denn da? Oh, da ist wieder irgendein Item hier. Ah, da lebt er noch. Oh, 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 das bist du. Gott, das wäre mir gerade erschrocken. Alte Pistole-Munition? Machen wir schon. Für nicht. Gut, ich habe zwar jetzt meine komplette Rüstung verloren hier. Oh nein, ich wäre nicht Zeitwarnschau! Oh, la 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 la. Lol, Alter, wie viel hält der bitte aus? Gibt der noch? Okay, also die. Nee, also die. Als Motorsäge ist total unrealistisch, Alter. Ich hab da. Nee, also bitte. Ich hoffe mal, dass der, es bei den Bäumen nicht so ist. Der müsste normalerweise instant tot sein. Alter, hast du gesehen, wie lange ich da dran gehalten habe? Ja, ich hab's gehört und gesehen, ein bisschen eher so ein Glück. Ganz ehrlich, so splatter. Bitte. Warte, ich muss mal den anderen Angriff. Ah, okay, okay, okay. Ich bin tot. Nee, jetzt geht dauerhaft deine Motorsäge, ey. Nee, der jetzt ist er aufgehört. Stirb. Gut, also die Motorsäge ist totaler Bullshit zum Kämpfen. Das darfst du halt nur nicht verrecken an einzigen. Nee, nee, alles gut. Ist schon erledigt hier. Bitte stehen Sie wieder auf. Mach frech. Dankeschön. Gleich geht's weiter. Ich glaube, wir müssen die Rüstung machen, ha? Ja. Wollen wir hier gleich nochmal ein Feuer machen? Oder? Ja, dann brauchen wir nicht laufen. Ja. Was soll's. Hast du noch Sticks? Ja, ja. Liegen ja, immer noch hier rum. Yeah. Und ich hole den anderen. Jedes Mal, wenn du ein Lagerfeuer machst, hast du wieder Feuerzeug in der Hand und nicht die scheiß Taschenlampe. Ich weiß eh nicht, was besser ist. Ich finde, die scheiß Feuerzeug macht besseres Licht. Aber die Taschenlampe geht weiter. Ja, genau. Genau. Das ist eigentlich kacke. Das Lustige ist, wenn du mit dem Ding rumläufst, ist es richtig hell. Also mit dem Feuerzeug. Du meinst mit der Taschenlampe? Das echt gut. So meinst du? Nee, nee. Nee, wenn du mit der Taschenlampe. Mit dem Feuerzeug rumläufst. Weil Taschenlampe ist nur in eine Richtung das Licht. Beim Feuerzeug ist um dich rum sehr hell. So, was ist hier so?
Dann interessiert mich jetzt aber... Oh, jetzt ist die Batterie schon wieder leer, oder? Das ist jetzt nicht ein blödes Ernst, ey. Das ist auch nochmal so ein Ding. Also das ist ja sowas von unrealistisch, wie schnell die blöde Taschenlampe ausgeht. Ja. Unter Wasser sehr realistisch das Spiel, aber bei Taschenlampen wird's auf. Ja gut, aber unter Wasser wird die Doch, hier geht's weiter. Nee, ich meine da, wo wir jetzt gerade wandern. Da war es nee. Also hier ist wieder Wasser zum Tauchen. Oder doch nicht? Ich möchte mich hier sauber machen, geht das? Gibt's da irgendwas zu tauchen? Nee. Geht's da weiter? Nope. Wir nicht weiter. Das wäre jetzt aber echt schlecht. Doch, hier ist ein Spalt. Hier, guck mal. Ja. Oh Gott sei Dank. Alter, ich dachte jetzt echt, dass wir jetzt nicht mehr hochkommen. Das wäre jetzt so bitter gewesen. Ah ja, hier ist wieder ein Seil nach oben. Auf geht's. Es fehlt uns eigentlich nur noch das Kletterausrüstung, oder? Ja, theoretisch halt noch die ganzen Teile von dieser Pistole, wo wir das ganze Zeug aufsprengen können. Ja, ja, das, oh, das findet aber man so ja nicht. Aber von Werkzeug her, sag ich mal. So. Aber es fehlt uns. Kletter. Die eine Höhle, die war ja noch lila. Waren wir da jetzt drin oder nicht? Ich kann auch Dann gehe ich davon aus. Wow! Alter, ich mache hier gerade ein bisschen Holz kaputt. Wow! Gott, what the heck? Wo kommt die denn her? Sind die, ach, die sind von oben runtergefallen, glaube ich, ja? Ah. Warte, den ich. Sind beide tot, oder? Ja. Ja, okay. Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer? Ja, wäre schön. Ah, Alter, wie kommen die einfach von da oben runtergefallen, ey? Was fällt denen ein? Hier ist ein Lagerfeuer, Tat. Hä, lol, das ist ja gebaut, oder? Hä, waren wir hier schon mal? Ich glaube, wir waren hier schon mal. Hier hinten ist ein Lager. Achso, du hast schon das 1 gemacht. Ja. Ich will gerade echt nichts sagen, aber irgendwie. Naja, aber so Lagerfeuer, die sind öfters mal in so Höhlen. Ja, aber es ist so eine blöde Stelle. Das ist ja. Das ist jetzt mitten im Gang irgendwo. Achso, okay. Warte, schauen wir mal kurz auf die Map. Ja, sieht so aus, als wären wir hier schon mal gewesen. Ja, anscheinend sind da gerade zwei Höhlen zusammengegangen. Ey, willst du mich verarschen? Was ist da? Oh. Ach so, Hammer. Aber das hätten wir hier doch gesehen, dass es hier runter geht. Ja, eigentlich schon. Naja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich pack mich hier gerade. Ich will hier mich nicht festbacken, deswegen hier mal irgendwie zurückgehen. Blöde Taschenlampe, ich sehe gar nichts. Hier geht nochmal ein Seil hoch. Hier sind Zelte. Ja, wenn wir jetzt gleich rauskommen, dann sehen wir es ja, ja. Moment. Ist es da, wo dieses ganze Sprengstoff nicht dann eher. Nee, hier ist die. Da wo wir den Treibstoff gefunden haben und gesagt haben, wozu brauchen wir den Treibstoff in die Kettensäge nicht. Das weiß ich noch, wo wir hier waren, glaube ich. Ja, hier waren wir. Oh mein Gott, wir waren so nah an der. Hey, krass, dass wir es übersehen haben, weil wir. Sind wir dann direkt hier hoch oder sind wir hier runter oder? Haben wir das nicht gesehen, dass es da geht oder was? Aber also, komm mal mit. Alter, waren wir so blind? Ja, aber komm mal mit. Ah, warte, hier ist ja nochmal ein Durchgang. Wo bist denn du? Ja. Nee, da bin ich vorhin, lang, da habe ich mich fast reingepackt, weil da ist nur Felsen sind. Das Orange ist nur ein Bauarbeiterhelm. Okay, du kennst dich hier schon aus, sehr gut. Nee, und zwar hier. Schauen Sie her.
Ah, hier! Ich weiß doch, guck mal, hier sind wir hergekommen. Weißt du, haben ja. wir hier noch gekämpft, sind hier um die Ecke. Ach, dann sind wir aber gleich rechts nach oben gegangen und sind irgendwie nach links unten gegangen. Sind wir da nie runtergegangen? Oh. Nein, an das erinnere mich noch. Hier haben wir gekämpft. Ja, ich glaube auch, weil dann haben wir hier, ich glaube, da habe ich das Lagerfeuer gebaut und da wollten wir die ganze Zeit reinschmeißen und da haben wir es doch nicht gemacht, ja, genau. Weil die dann reingebackt sind an die Wand, ne, die ganzen Knochen. Hier. Oh mein Gott. Ja, da sind wir hier rechts rum und... Oh mein Gott, Alter, wir waren so nah. Einmal falsch abgebogen, ne? Einmal ja. falsch abgebogen. Ja, wir waren immer so vorsichtig. Kann damit. Kann das so übersehen? Soll mir jetzt, warte, ich mag mal die Map öffnen, um zu gucken. Ach so, ja, haben wir anscheinend. Ach shit. Ja gut, jetzt, wenn wir jetzt diese Zeile hochgehen, dann ist hier wahrscheinlich noch lila oder sowas, keine Ahnung. Und das können wir dann weiß. Oder was weiß ich. Schauen wir mal. Gut, ich geh jetzt nach oben, ne? Ja, warte, ich komm mit. Und dann ist eh die Folge vorbei. Ja, gehen wir schon aus der Höhle raus und dann. Ja. Dann waren wir noch eine Folge, eine komplette Folge in der Höhle, aber wir haben jetzt die Kettensäge und jetzt ändert sich alles. Jetzt werden wir alles bauen. Jetzt werden wir im kompletten Wald roden. Ja. Da heißt es nicht mal The Forest. Sind wir der wie so ein ewig langes Sein hier. Holzfäller-Simulator. Aber ich sehe das schon, ich sehe das schon. Jetzt sind wir noch richtig stolz und freuen uns richtig und dann zwei Bäume und jedes Mal Sprit alle. Ah ja, nee, hier ist schon weiß markiert, alles klar. Lol, ehrlich. Tja, das mit der Markierung, das haben wir wohl voll verkackt irgendwie. Ja, weil wir das einfach übersehen haben. Wir haben echt gedacht, wir haben alles gesehen und das war's dann. Jo, fail, ne? Dann haben wir ja nochmal Glück gehabt, dass wir die andere Höhle nochmal gefunden haben. Oh, da ist ein Mutant. Ich will jetzt nicht sterben, weil ich habe nicht gespeichert. Ich habe Hunger. Ah, jetzt. Ah, verdorben. Ja gut, jetzt kann ich ihn ablegen. Scheiße. Ah ja, oh verdammt, ja, okay. Never the mind. Ich würde jetzt gern. Aber ich habe jetzt doch die eine. Jetzt habe ich drei lilane Flaggen. Warum habe ich jetzt drei lilane Fahnen? Ja, vielleicht hat sich's gerade aktualisiert und was weiß ich. Ja, aber ich meine. Speichern, hat vielleicht angepasst irgendwie an meinen Spielstand. Ach, ja. Ah, der war giftig. Nicht gut, der. Gut, ja gut. Er ist schon ein Snack. Ich trinke einmal da hier, trinken und ein Snack. Alter, wie schnell gehen die Batterien bitte leer? Ja, ich habe auch Alter, gar keine mehr. Ich hab's effektiv eventuell vielleicht 2 Minuten lang gehabt. Was zum Teufel. Ja, ich hab's auch, ja, aber in der Höhle war es schon besser, weil mit dem Feuerzeug, du hast zwar besseres Licht um dich rum gehabt, aber also ich muss ehrlich sagen, ich sehe extrem viel, wenn du Feuerzeug an hast. Wenn ich es in der Hand habe, sehe ich, wie gesagt, gar nichts, aber wenn jemand anderes das an hat, null Probleme. Echt krass. Ja, ich habe echt nicht weit gesehen. Das war so, keine Ahnung, ein Meter, das ich gesehen habe. Ich wusste nicht, wo ich hinrenne. Ja, das Lustige ist, bei der Fackel ist es genauso. Das ist noch weniger wie mit dem Feuerzeug. Weil ich muss mal so eine Ausdauer-Ding da, Energiemischung, essen, weil ich komme echt nicht weg. Ich komme nicht vom Fleck gerade. Ach ne, ich laufe einfach mal durch jetzt. Warte, ich laufe vielleicht sogar mal ohne Licht. Weil die werden ja von Licht angezogen. War unsere Base jetzt so weit weg? Ich laufe gerade nur deinen Namen hinterher. Jetzt sicher irgendwas Grünes? Ah ja, das ist dann die Falle, ne? Ja, siehst du nicht unser Haus? Das nee, leider nicht. Ich sehe gerade nur eine lilane Fahne und eine grüne Fahne ist gerade aufgeploppt. Das ist irgendwie... Ah ja, da ist ja gleich die Falle. Schauen wir gleich mal rein. Ah, die ist noch offen. Ich war ein Zufall, aber... Ah, dann sind wir eh schon da. Ah, home sweet home. Oh, ah ja, man merkt sofort, dass man daheim ist. Der Wald ist weg. Jupp. LOL! Wieso stehen hier wieder Bäume? Der Wolf. Kleine Bäume. Was?
Wieso ist der gerade Busch weg? Ach, es ist schön, wieder daheim zu sein. Jetzt habe ich eigentlich ein bisschen erwartet, dass wir in 1000 Fallen reinlaufen. Ja, nee, unten haben wir ja nichts. Wir kennen uns voll aus. Gut, dann können wir jetzt nochmal schnell speichern. Oh. Unser schöner Weg. Oh, wir waren echt lang nicht mehr daheim, ne? Oh, Gott. Fühlt sich echt gut an. Wie nach dem Urlaub, man freut sich doch dann irgendwie, wenn man wieder daheim ist. Ja, genau. Eigentlich genau. Ja, genau. Doch. Hä? Irgendwie bin ich gerade voll verkackt. Ich bin gerade irgendwie. Hallo? Keine Ahnung. So, speichern und schlafen wir nochmal, damit wir im Hellen sind. Ja, gut, klar. Ja, ich dachte jetzt noch schlafen, weil ich mag das jetzt irgendwie nicht im Dunkeln auf und die ganze Zeit dunkeln. Jetzt mag ich doch einmal was Helles sehen. Ah, okay, hast recht. Ah. Ah. Gut, dann bedanken wir uns, so, dass ihr diese Folge angeschaut habt. Ja, ich hole die Motorsäge überhaupt. Und dann sieht man sich hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ja. Aua! Was macht das hier auch gerade? Moment mal. Ich verstehe nicht, wenn man rechte Maustaste drückt, was ist das denn für ein Angriff sein soll? Bleib mal so stehen, bleib mal so stehen. Yeah, nice. Geil. Sieht schon irgendwie, aber sau langsam, die Ketten drehen sich sau langsam, ne? Drück mal aufs Gas. Ah ja, dann dreht sich schneller. Okay, das ist cool. Ich mag das jetzt. Ne, das probiere ich nächste Folge. Gut. Nächste Folge, Glücklinger. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge beim Holzfäller mit der Motorsäge. Oh yeah. Tschüssi. Tschaikowski.